Es ist mal wieder soweit und zwar ein weiteres Video mit CK Phoenix aka Apache des Yu-Gi-Ohs. Und ja, heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgesucht, denn letztes Mal haben wir Battle Pack 3 ja genommen und dieses Mal Battle Pack 1. Und falls ihr jetzt fragt, was ist denn an Nummer 1 so besonders, der Preis ja, hat 250 Euro gekostet. Ist ein bisschen viel, aber hier sind auch sehr coole Karten drin. Und man kann hier ein sehr cooles Deck bauen. Erinnert sehr an das Goat-Format. Hier sind sehr viele Karten drin, die auf jeden Fall auch im Goat-Format drin sind. Und man kann hier einfach spannendere Duelle machen, aus meiner Sicht, wie bei Battle Pack 3. Und deswegen haben wir das Ganze auch gemacht. Wir gucken einfach, was wir hier drin ziehen und dementsprechend auch, wie unser Deck aussehen wird. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir uns hier auf zwei, drei besondere Regeln geeinigt haben. Denn zu einem, die Link-Zone gibt es hier nicht. Ja, es gibt hier Exits drin, aber halt keine Link-Monster, also gibt es auch keine Link-Zone. Und zusätzlich darf man in der Draw-Phase auch im ersten Zug ziehen. Das bedeutet, man startet mit 6 Karten anstatt mit 5. Früher hat man das immer gemacht und dieses Set ist darauf eigentlich ausgelegt. Passt also, das ist die eine Info. Und alle verbotenen Karten, beziehungsweise es gibt hier keine Verbotsliste, die brokenen Karten, wie zum Beispiel Topf der Gier. Und ja, Topf der Gier ist hier erlaubt. Darf man halt einmal spielen und alle anderen Power Spells ebenfalls. Genauso darf man Cyberdose einmal spielen und Skill Drain ebenfalls. Zusätzlich sind gewisse Karten natürlich hier drin, die schon etwas älter sind, die eventuell schon eine Erratum bekommen haben. Hier aber zählt der Text, der draufsteht, also alle Effekte, die draufstehen. Das bedeutet zum Beispiel, Ring der Zerstörung kann zum Beispiel ein Unentschieden herbeiführen. Aber jetzt genug geschnackt, denn ich würde sagen, wir wollen sehen, was wir gezogen haben. Also rein ins Opening. Hier haben wir das gute Stück und ich würde sagen, los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das fühlt sich crazy an. Einfach. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Egal, los geht's. Wir brauchen gute Karten für unser Duell. Oh, Tourguide, wie cool. Der beste Reprint damals hier drin. Auch spielstarke Karte. Wow, Judgment, Mirrorforce, Goblin. Wie strong, wie strong. Schnappstahl, oh mein Gott, wie gut. Oh, Möbius. Oh, Obelisk. Einfach ein Kamin. Oh mein Gott. Paschat. Pascha ist magischer Abfluss. Interessant, interessant. Boah, ich finde es Resonator auch ganz nett. Demog. Und. Oh, nochmal. Und. Oh mein Gott. Oh, Dekoshi! Dekoshi, Dekoshi. Oh! Nächtlicher Angreifer, wie gut. Oh, magischer Zylinder! Ja! Wir brauchen noch Topf der Gier und so. Oh, das ist auch ein gutes Pack gewesen. Kampf aus mir. Cyberdrache! Breaker! Oh mein Gott, wie gut! Oh, Foolish Pot. Oh mein Gott. Wird immer besser. Razor. Oh mein Gott. Razor. So gutes Tributmonster. So gutes Tributmonster. Überläufer. Ja. Wie geil. Infection für Lili. Oh, 20 Wirkungsgerät. Auch richtig stark. Nein, kein Topf der Gier, keine elegante Wohltäterin, nein, kein Raigeki, keine verräterischen Schwerter. Das ist schwer, aber das war das Opening. Kommen wir jetzt zum Deck. So, dann wollen wir mal gucken, was wir daraus gebaut haben. Wir haben einmal den Ritter, der sehr gut ist, um auch Effekte zu negaten und schöner Beatstick. Lilly ebenfalls sehr guter Beatstick, beziehungsweise auch für OTK-Potenzial. Die Wache ist sehr cool, um was zu bouncen, starkes Monster wegzunehmen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Brecher, magischer Krieger.
Super Karte, Truppenexil, Problemmonster loszuwerden. Goblin angescrupt, einfach um Druck aufzubauen mit 2-3. Dann DDD Angreifer, sehr starke Karte, kann sehr viel outen. Und dann kommen wir schon zu einer kleinen Combo, und zwar Tourguide. Tourguide haben wir einfach zwei Unterweltmonster, einfach nächtlicher Angreifer und Dark Resonator. Nächtlicher Angreifer, gute Karte an sich. Resonator, sehr gute Karte, weil sie einmal nicht ins Kampf zerstört werden kann. Und wir können mit Tourguide instant in unsere Nummer 17 gehen. Kommen wir gleich beim Extra-Deck aber noch zu. Weiter geht's hier mit unserem Beast King. Super gut. 1-9er Beatstick. Können wir auch Tribut beschwören mit 2. Können wir auch mit 3 Tribut beschwören. Sehr starke Karte also. Cyberdrache. Brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Top-Karte. An Tributmonstern spielen wir Razor, Sabak und Möbius. Alle unsere Monarchen. Monarchen sind halt top. Dann noch zusätzlich hier unseren Birds. Sehr cool. Hat 2-4. Kann sogar noch was negaten auf dem Feld. Also auch sehr cool an sich. Und wir können ihn vielleicht spezial beschwören. Wenn es vielleicht mal passiert. Also gute Karte. Dann Cyber Valley, um einfach zu stallen. Dann um unsere Hand zu verbessern. Dann kommen wir zu den Handtraps. Battlefader, gut. Kampfphase vorbei. Und wir können opfern für Monarch, sehr gut. Damage aufhalten, damit wir nicht OTK'd werden. Tragödie, ebenfalls zum Opfern und eventuell zum Monster übernehmen oder einfach als Beatstick. Kommen wir zu den Spells. Pot. Also jetzt kommen wir zu den Power Spells. Brauche ich glaube ich, was zu sagen. Pot. Foolish. Snapchat. Und das ist super gut. Wie gesagt, von den Karten dürfen wir nur eins spielen jeweils. Weil die halt zu stark sind, ne? Sündenbock gezogen, sehr gut. Kreaturentausch, sehr gut mit unseren Trooper. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Deswegen Kreaturentausch, haben wir auch leider nur einmal gezogen. Verbundene Lanze, Immunität. Kann zum Beispiel sein, wenn der Gegner halt Überläufer aktiviert oder halt für die ATK-Senkung. Mirror Force, brauche ich nicht drüber reden. Call, Zylinder, Judgment, Skill Drain. Passt sehr gut in unser Deck mit unserem Barbarossa. Passt auch sehr gut mit dem Goblin-Trupp. Gute Karte. Dark Bribe, um vielleicht ein gegnerisches Solemn aufzuhalten oder andere Karten wie Überläufer, Kompuls, super starke Karte, Ring of Destruction, sehr starke Karte, Monarchen Negate und einfach mal Negate, falls der Gegner halt irgendwas hat. Ja, das ist das Main Deck und beim Extra Deck brauche ich drüber reden. Einfach alle Karten, die wir gezogen haben, können wir sogar rufen mit Cyberdrache und Sabok, sehr, sehr cool. Dann die Vierer können wir theoretisch alle rufen, aber praktisch, ja, aber macht man das? Zweier, ich glaube, den kann man gar nicht rufen, diesen Deck. Die Dreier kann man jedoch rufen, habe ich ja gezeigt mit Tourguide. Sehr nett, ziemlich cool, deswegen hier drin. Ja, das war das Deck auf jeden Fall. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Duell verlaufen ist. Also, es ist Zeit. Zeit für ein Duell. Auf ein gutes Spiel. Yes. Das ist aber eine interessante Hand, du. Same. Oh, das ist eine interessante Hand. Wir fangen an mit Goblin Angriffstrupp in Angriffsmodus. Oh nein, das kommt mir bekannt vor. Und drei Karten verdeckt. Und dann bist du. Drei Karten verdeckt? Ja, aber hallo hier. Was? Was? Okay. Ja, dann ziehe ich. Ja, ich muss mal eben überlegen. Also zunächst mal, da ich keine Monster kontrolliere und du schon, beschwöre ich nein! jetzt. Nein, ich habe keinen Cyberdrachen, aber ich habe einen Stufenkrieger. Ach, lol, okay, ich dachte, kommt ein Cyberdrache jetzt, okay. Ja, nee, das wäre krass gewesen, aber den habe ich nicht. Wenn der beschworen wird als Spezialbeschwörung, also auf diese Art und Weise, dann ist er Stufe 4. Okay, nice. Das ist ja richtig gut. Okay. Dann Normal Breaker. Oh, okay, warte, jetzt muss ich schon überlegen. Ja. Und ein Breaker, der schießt irgendeinen Zauberfang, hat das natürlich. Also, ich mache schon mal so. Ganz schwierige Situation. Ja, da möchte ich gerne Skill Drain aktivieren. Skill Drain? Ja. Okay. Alles klar. Ja, okay, das ist sogar in Ordnung. Dann lege ich die beiden nämlich übereinander. Oha, was kommt für, jetzt? Was kommt ja, jetzt? Was macht. Ja, eigentlich macht dann ja der am meisten Sinn, ne? Wenn du Skill Drain hast. Edelstein Ritter Perle. 2-6 Beatdown. Ja, dann greife ich mit 2-6 dein Monster an. Ja, aber nicht mit mir, du, weil ich aktiviere Zwangsevakuierungsgerät und schicke dein Monster auf die Hand. Oh Mann, ja, okay. oh Mann. Okay. Dann spiele ich einen verdeckt und dann darfst du. Dann ziehe ich. Dann Battleface. Angriff ja. Mit 2-3. Alles klar.
Ja, da ich Skill Drain habe, dreht er sich nicht in Dev. Ich hab's mir fast gedacht. Voll gut, oder? Dann ja, Main Phase 2 setze ich noch eine Karte und dann bist du. Okay. Ja, was machen wir denn? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Ich spiele ein Monster verdeckt und dann darfst du. Ich habe Angst, dass Skilldrain mich selber hops nimmt irgendwann. So. Das kann nämlich durchaus passieren, leider. Das liegt da verdeckt, ist jetzt die Big Question of Life. Ich beschwöre einfach mal Just of Sun, Dark Resonator in Angriffsmodus. Oh nein, finsterer Resonator. Ja, da kann ich die Counter schiffen einmal, wenn es geht, wenn ich linken. Ja, jetzt schon. Angriff. Ja, das ist Grabwinder. Ich muss mal kurz gucken. Wenn der zerstört wird, kann er eine Karte auf dem Feld wählen und zerstören. Ja, das ist korrekt. Skill Dream? Ja. Ich überlege. Goblin Angriffstrupp. Alles klar, dann geht er in den Friedhof und dann bist du. Okay. Dann ziehe ich und Set Monster Set Karte, dann bist du. Was ist das denn hier? Set. Ja. Also ich habe ein starkes Monster auf dem Feld. Angriff. 1300. Ja, jetzt nicht mehr. Nee, das ist ja Flip-Effekt. Skill Drain negiert das ja. Nee, aber wird der nicht erst zerstört? Nee, Flip-Effekte triggern auf dem Feld. It's real, for real. Echt? Wird der nicht erst zerstört und dann aktiviert er sich? Nein, Flip-Effekte aktivieren sich auf dem Feld. Okay, ja, das ist belastend. Okay, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, dann habe ich angegriffen und dann pass ich. Ja, okay, dann bin ich. Ich sollte mal ein Monster ziehen. Oh mein Gott. What? Was macht diese Karte? Sie erlaubt es mir, zwei Karten vor meinem Deck zu ziehen. Oh nein, nicht diese mächtige Zauberkarte. ja gut, dann dann bist aber du dran. Oh, stark. Endlich mal ein Tributmonster. Ich opfere meinen finsteren Resonator für meinen Alektor. Der Vögel. Effekt ist, macht der was im Friedhof oder nur auf dem Feld jetzt, oder? Nee, ich kann einmal pro Spielzug eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Der Effekt wird negiert bis zum Ende des Zuges. Ich kann nur einen kontrollieren und ich kann ihn spezial beschwören unter gewissen Bedingungen. Mehr kann der nicht. Ja, okay, aber trotzdem dann feierliches Urteil. Was? Also erstmal Kosten, ne? Also erstmal Kosten, bevor wir hier irgendwas machen. So, okay. Das sind 3, 5, 2, 8, 5. Dann aktivieren wir auf ganz entspannter Basis einfach finstere Bestechung. Und dann aktiviere ich aber nochmal feierliches Urteil. Was? Dann aktiviere ich ganz entspannt feierliches Urteil. Was? Was als ob? Ja! Nein! Bin ich. Wie viel habe ich? Also, du kannst mich ja jetzt mit dem Angriff killen, oder? Ja, wenn du keine Handtrap hast oder so. Du darfst noch eine Karte ziehen. Ja, ich darf noch eine Karte ziehen. Nein! Angriff! Ey, das ist so dumm. Das ist so unendlich dumm. Was zur Hölle? Richtig oldschool wie früher. Aktivier Judge, aktivier Judgment, aktivier Judgment, aktivier Judgment, aktivier Judgment. Aha. Ja. Oh mein Gott, ich hätte noch so viel machen können. Hey. Oh mein Gott, wie heftig ist das? Ja, das war mal ein interessantes Duell auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht und falls ihr jetzt noch mehr davon sehen wollt, klickt einfach mal hierauf auf CK Phoenix Videos, denn dort seht ihr nicht nur, welche Karten ihr gezogen habt, nein, ihr seht auch den Rest des Matches, denn wir haben natürlich ein Match gespielt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht kann man das ja nochmal mit einer anderen Box machen. Ich weiß ja nicht, welche da so in Frage kommen würde. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.